Hallo zusammen, heute machen wir ein Tutorial über Helden. Da mich so viele schon gefragt haben nach Helden, wo ich meine hinsetze, wie ich sie ausgestellt habe und so weiter. Machen wir heute das Tutorial über Helden. Dazu sei aber gesagt, jeder hat seine Helden irgendwie woanders. Es gibt nur ein paar, die sich ähneln als Angriffshelden und so weiter. Jeder hat sie anders ausgestattet, da scheiden sich überall die Geister, sage ich mal. Ich kann euch nur meinen Weg zeigen, den ich mache. So läuft es bei mir. Also ich bin gut im Angriff, ich sammle schnell und so weiter. Ja, könnt ihr annehmen, müsst ihr aber nicht. Ich werde euch als erstes meine Position zeigen, wo welcher Held sitzt. Als Statthalter habe ich ihn hier. Bauleiter ist bei mir Bernard und dieser Kollege hier. Ich kenne seinen Namen nicht. Ressourcen ist der neue Brad Pitt, wie ich ihn nenne. Und er hier. Forschungsgelehrte ist klar, die Okkulte, eine normale Forscherin. Arzt ist bei mir Rufus und sie, weil Rufus pusht echt übelst Krankenhaus. Aber da scheiden sich auch wieder die Geister. Wie gesagt, ich kann euch nur meinen Weg zeigen. Rekrutierung hat wahrscheinlich fast jeder so. Und Wächter ist bei mir Holy Shield im Moment drauf, oder er bleibt auch drauf, weil ich den leveln werde, der doch Defensivschaden gibt und Defensivreduktion gibt. Ne? So, jetzt werden wir uns mal die Helden anschauen. Also, Angriffsheld Selma, Christina, hat wahrscheinlich jeder so. Vier Teile Erzengel, zweimal Königin-Set auf dem Helm und auf dem Schuh. Dann könnt ihr euch die Attribute natürlich noch hinzweigen, wie ihr wollt. Das, wobei ich sagen muss, Christina ist die einzigste Heldin, wo ich überhaupt diese Fähigkeiten gemacht habe, mehr oder minder. Die anderen Helden laufen bei mir noch auf Standard, da habe ich noch gar nichts verändert, weil das verschlingt so viel Gold und so viele Ressourcen und ach, nee, wollte ich dann irgendwann mal nicht mehr. Deswegen, ich habe jetzt nur mal sie gemacht und deswegen lasse ich bei den anderen auch die Fähigkeiten weg, weil, ja, wie gesagt, ich habe es nur bei ihr gemacht, alle anderen haben sie gelassen, wie sie sind. So, da haben wir den Angriffshelden, hier diesen neuen, diesen Zhao Yun. Warum hat er keine Waffe? Ah, weil sie hier liegt, okay. Ja, ihm habe ich Erzengel und dann halt Schwert des Todes, wegen, ja, Schwert des Todes ist halt für Kavallerieangriff und das ist nun mal ein Kavallerieheld. Somit brauche ich das auch. Ihr seht ja, ich habe Kavallerie-Angriffsbonus 22,8, 17,10, 11,4, 11,4. Ja. Das Beste kann es eigentlich gar nicht geben für die Infanterie. Für die Kavallerie. Oh, ganz durcheinander heute. So, dann haben wir hier den Ödland. Der hat natürlich das Gladiator-Set. Wenn ihr halt mit Gladiator angreifen will, kommt dann er mit seinem Set zum Zuge. Dann haben wir die Todesreiterin. Die hat bei mir volles Erzengel bis auf Ring. Und Hose. Das hat aber nur den Grund, weil ich ja, keine anderen Ausbildungsteile mehr für sie hatte. Ich bin gerade dabei, auch den Schuh und den Helm zu machen von einem Königin-Set. Dann kann sie nämlich die auch tragen, aber dazu brauche ich jetzt erstmal Erzengel-Set, den Ring und die Hose. So, Holy Shield, wie gesagt, der ist auf der Mauer. Er kriegt auch hier seine Zusatzattribute, die 50% Verteidigung dazu, weil alles plus 2 ist. Das ist nice, das lohnt sich auch. Selma komplett ausgestattet mit Erzengeln. Was will ich da großartig sagen? Selma kannst du überall einsetzen. Viele nehmen sie auf die Mauer, weil sie einen kritischen Schaden hat. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich hatte lang diesen Ödlandkrieger auf der Mauer, diese Infanteriehelden, mit dem Erzengel-Set. Dann auch mal mit dem Wächter-Set. Also funktioniert auch beides richtig gut. Einfach mal probieren. Ist echt geil. So, dann haben wir ihn hier. Er ist ja Bauforschung. Er ist auch noch ein Angriffsheld, aber einfach nur random equipped, ne? Irgendwie halt, Hauptsache hat was an. Ich habe viele Helden, die einfach nur irgendwas anhaben, weil ich diese 50 Millionen Grenze packen wollte und dann wieder einen Teil rausgelöscht habe, aber einen Teil noch drin gelassen habe. Und ja, nehmt es mir nicht so tragisch, daran müsst ihr euch nicht orientieren. Die wichtigsten sind die, wo Statthalter, Forschungsgelehrter, Angriffshelden und der auf der Mauer. Das sind mal die wichtigsten, ja? So, dann haben wir ihn, dem habe ich noch gar nicht großartig was gemacht. Dann haben wir Jared, der ja Rekrutierung ist, deswegen hat er hier das Halskette der Provisität an.
Also allgemein das ganze Set, weil das knallt richtig gut, ja. Also das ist richtig top, das Set. Für Truppenausbildung seht ihr hier das Set-Bonus Nummer 6, 35% dazu. Ja, das heißt, ich habe es auf ihm, dem anderen Helden und auf dem Lord. Das macht gleich mal zusammen 105, über 105% Ausbildungsgeschwindigkeit. Haben wir ihn. Also ihm habe ich auch ein interessantes, er ist ja ein Infanterie-Held. Ihm habe ich auch ein interessantes Set verpasst. Ich habe ihm ein braunes Erzengel-Set in der Mitte verpasst. Und als Waffe Mars und als Ring auch Mars. Diese Teile könnt ihr nur mit Militärpunkten kaufen. Ja, im Militärpunkte-Shop. Ich habe es einfach mal probiert. Ich habe es auch probiert mit komplett mal auf die Mauer zu setzen. Also ihr seht ja, der Bonus, den er gibt, Angriff 33%, Verteidigung 11%, nur der Ring. Und hier haben wir nochmal Verteidigung 33% und Angriff 11%. Also auf der Mauer macht es dir auch nicht schlecht, muss ich sagen. Da Infanterie halt ist, pusht natürlich auch deine Lebenskraft, deine HP nach oben. Also wie gesagt, ihr müsst da ein bisschen rumprobieren, euren Weg finden. Jeder hat andere Stats, jeder hat einen anderen Fokus und jeder ist verschieden weit. Deswegen, ihr müsst es echt probieren. Lasst euch von Teamkameraden oder von anderen Allianz einfach mal angreifen mit, was weiß ich, 50k T3 Pferden oder T10 Pferde, egal. Dass ihr einfach mal seht, wo welche knallen dann die im Endeffekt weg. Dann nehmt mal Pferde, Infanterie, dann seht ihr ja, welche Truppen bei euch was wegklatschen. Ja? Und dann haben wir hier Rufus, wie gesagt, der ist Krankenhaus. Der ist noch lange nicht fertig, also der muss ja eigentlich dieses komplette Set hier der Wiedergeburt haben. Aber der Hammer zum Beispiel ist auch richtig gut. Der gibt nämlich gleich mal hier 30%. Seine Panzerung gibt auch nochmal 33%. Die Hose, die Eroberungshose, die gibt auch nochmal 30%. Und der Ring hinten, der gibt auch nochmal 44%. Das ist das, wo diese 44%, die reißen es halt richtig raus, finde ich, ja. Also könnt ihr euch den, auf jeden Fall, ich würde jetzt so ausrüsten und als Krankenhaus, als Arzt einsetzen, der ist echt, echt top so, ja. Also ich komme so auf 1,6 Millionen circa Krankenhaus, ohne dass ich meine Krankenhäuser in der Burg weit ausgebaut habe. Also der ist wieder random ausgerüstet, sie auch, er auch, er auch, er auch. Er ist, wie gesagt, mein Gouverneur, also mein Statthalter. Er hat nur ein grünes Set, aber das ist trotzdem, also ich komme trotzdem mit einem normalen Marsch ohne Upgrade, komme ich so auf 350, das reicht, ja. Also mehr brauche ich nicht, alles andere wird dann sowieso mit meinen Zusatzbuffs oder so aktiviert. Bei Rally auf dem Schloss gehen da automatisch noch die Stats hoch. Ja, das Set ist auch günstig so hoch zu leveln, da er nur grüne Steine braucht, also lohnt sich. Für mich hat es sich gelohnt, ich habe es gemacht, war gut, ja. Ich meine, er kann ja natürlich auch noch Zusatzattribute bekommen hier. Aber nur Rallye-Größe und das, ja, ist nicht relativ wichtig, wenn ihr keine Rallye setzt. Er ist für den Bau. Da sehen wir ja hier, hat Königin gesetzt, zweimal. Und hat hier das Schöpfer-Set zweimal und hat diese Waffe, die Meteor. Gibt allein 13% Bautempo, also knallt auch gut, muss ich sagen. Sie ist Forschung, deswegen hat sie das komplette, nee, sie hat das königliche Set, 4 Teile und 2 Bachelor-Set, ja. Aus dem einfachen Grund, weil ich diese Forschungssteinproduktion gerade noch mitmache, ja. Aber trotzdem, die Forschung geht brutal schnell. Ich meine, die kann sie auch nur bei der normalen Forschung nehmen. Bei der Zivi-Forschung und Okkultforschung funktioniert sie ja leider nicht. Da Okkultforschung wäre dann sie. Die ist aber auch, sie ist auch noch random bisher. Sie macht meine Ressourcen. Aber schon random ausgestattet. Er macht meine Ressourcen. Warum hat er sein Ding schon wieder verloren? Ah, da ist es. Das hier braucht er. Geil, den so auszurüsten. Ich zeige euch warum. Jedes Mal, ich habe 2 Teile in lila, 2 Teile in blau von diesem Set, ja. Und warum? Ressourcenproduktion 38,4%, ja. Mit zweitem Attribut Wissenschaftsforschungstempo brauche ich aber nicht. Ich brauche ja Ressourcen. Deswegen habe ich ihm 2 verschiedene Farben angezogen, wie ihr hier seht. Und kriege einmal die 38, einmal die 30%, ja.
Ja, knallt gut, muss ich sagen. Also, ich habe jetzt heute über 320 Millionen Punkte schon. Wir haben jetzt 5:45, also ziemlich gut. Das sind die neuen Helden. Da bin ich gerade erst dran, beziehungsweise sie, ja, sie ist so ein alter Held, aber sie brauchst du ja nur, wenn du Monster jagst. Die neuen Helden habe ich noch gar nicht gemacht, mich noch gar nicht großartig mit befasst. Aber bei jedem Held sieht man ja, wofür er ist, wenn man einfach mal auf sein Talent geht und sich anguckt, was hier, wo man ihn hier so erweitern kann. Ja? Also man sieht hier, der ist für Krankenhaus, weil überall ist was. Tote zu Verwundeten, hier Krankenhauskapazität, ja. Ne? Also da könnt ihr mal herausfinden, wer für was gut ist. Ja? Die neuen Helden sind alle nur spezifisch auf einen Zweig, ja. Wie zum Beispiel Ausbildungsgeschwindigkeit. Die alten Helden, die ist Krankenhaus, ich habe auch ein alter, älterer Held. Mein zweiter Ausbildungsheld. Die alten Helden, wie zum Beispiel er hier, die haben ihre drei Bäume nach oben. Ja, das heißt, du kannst sie den Kampf schicken, kämpfen lassen. Ihn schicke ich zum Beispiel immer als Death gern. Du kannst sie auch hier forschen lassen, du kannst sie hier Krankenhaus machen, also kannst du mit denen alles machen, mit den drei Bäumen. Also er ist mein Death, ja, ihn schicke ich gerne als Death in andere Schlösser, weil, ja, wie ihr seht, die Buffs sind nicht schlecht. Gibt gutes Death, also wenn ich ihn jetzt mit einer T11er komplett Marsch reinschicke oder T11er Infanterie, Kavallerie, was auch immer misch, die knallen gut was weg, was daran rauscht. Deswegen, der ist gar nicht schlecht, der Held im Kampf. Hat zwar nicht die Überstats, aber durch das Set echt gelungen. Sie habe ich auch nur random. Sie hat auch wieder drei Bäume. Kann ich auch mit ihr machen, was ich will. Sie hat auch drei Bäume. Sie müsste auch drei haben. Also ihr seht, die alten Helden haben drei. Da könnt ihr euch frei entscheiden, was ihr mit denen macht. Sie hat auch drei. Da könnt ihr euch echt frei entscheiden, was ihr mit ihr machen wollt. Er ist ein neuer Held. Er ist für Ressourcen, wie ihr seht. Er ist ein neuer Held. Er ist auch für Ressourcen. Er ist ein neuer Held. Er ist als Statthalter gedacht, so wie das aussieht. Jupp. Yep. Er ist ein neuer Held. Er ist für Forschung. Okkultforschung sogar. Okay, cool. Ja, ein zweiter Kult ist natürlich nicht schlecht. Aber ja, da braucht man wahrscheinlich wieder erst alle Sterne, bevor man irgendwas machen kann, damit es sich überhaupt lohnt. Ihn habe ich noch gar nicht. Er ist aber für Rekrutierung, das weiß ich schon. Und ihn habe ich auch nicht. Er ist wieder für Ressourcen, ja. Also, Großen und Ganzen, ihr könnt euch das Ganze ja mal hier durchgucken, wenn ihr das wollt. Talent muss jeder selber wissen, was er macht. Also bei Christina ist es bei den meisten so, die leveln bis nach ungefähr hier. Und dann geht man auf Entwicklung, weil dieses Ding hier ist auch wieder wichtig. Schaden an Infanterie und bei Support habt ihr das auch nochmal. Schaden an Kavallerie. Diese zwei braucht ihr auf jeden Fall. Ja. Genauso bei ihm, okay, da bin ich mir noch nicht sicher, was ich da mache. Er hat aber nur den einen Baum, das ist nur der Kampfbaum. Ja, also Christina könntest du theoretisch auch auf was ganz anderes leveln. Aber die ganzen neuen Helden, die haben immer nur noch einen Baum, warum auch immer. Ja, also mal abwarten, ob sich das noch ändert, aber im Moment haben die alle nur einen Baum. Das heißt, die haben festgeschrieben, wo sie eigentlich hin müssen. Bei den anderen Helden könnt ihr immer ein bisschen spielen. Dann haben wir ihn hier. Ja, ist natürlich alles auf Infanterie, ja. Da kannst du auch nichts anderes machen. Sie hatte, glaube ich, auch nur einen Baum. Er hat auch noch einen Baum und sie hat drei Bäume. Sie, mit ihr könnten wir auch machen, was wir wollten, ja. Ja, Bernard, das gleiche, hat auch drei Bäume, können wir auch machen, was wir wollen mit dem. Er hat, glaube ich, auch drei Bäume. Ne, er hatte nur einen. Ein. Wie gesagt, es ist ein ganz, ganz komplexes Thema. Guckt durch, macht's wie ihr wollt. Ich werde jetzt jeden Held nochmal durchscrollen, kurz stehen lassen, damit ihr euch die screenshotten könnt, ob ihr die so machen wollt oder nicht, und dazu nochmal sagen, wo sie sind und was ihre Funktion ist. Christina zum Angriff. Vier Teile Erzengel, zwei Teile Königin-Set. Helm und Schuh, Königin. Zan Yun, fünf Teile Erzengel und Todesschwert. Wobei ich das
noch gegen Todesmaske ersetzen wird oder eventuell die Kaiser Diamanten, mal gucken. Ödlandkrieger ist ein Infeld, der braucht Gladiator-Set. Todesreiterin, Kavallerieheldin, braucht auf jeden Fall zwei Königinteile. Diese zwei Königinteile sollten aber nicht jetzt der Ring und die Hose sein, sondern der Schuh und der Helm praktisch, weil es gibt 10% Offensivschaden, was ja ganz, ganz wichtig in dem Spiel ist. Dann haben wir hier Heiliges Schild, komplettes Erzengel mit Evolution plus 2, reicht vollkommen, braucht nicht mehr. Streber machen plus 4, damit sie den Angriff auch noch haben, weil Angriff ist die beste Verteidigung. Ich habe ihn nur so, reicht mir so. Dann haben wir Selma, die habe ich mit dem Erzengel, ja, mit der kann ich auch random angreifen, eigentlich was du willst. Sie hat aber auch den Stiefel und den Helm, wie sie es gehört, damit die Kavallerie, meine Burg ist eine Kavallerieburg und somit muss auch Selma sich der Kavallerie anschließen. So habe ich sie auch geskillt, ja. Also ihr seht, hier ist auch alles auf Kavallerie und nichts mehr auf Bögen, ja. Dann haben wir Bernard, Forschung, bauen, wie ihr es wollt. Er ist random ausgestattet, ist aber eigentlich ein purer Angriffsheld. Er ist ein purer Angriffsheld, aber noch nicht ausgestattet. Er ist für die Truppenausbildung. Das gleiche Set übrigens auf den Lord. Er ist ein Infanterieheld, braucht somit Infantry Buffs. Ihr seht dadurch, Verteidigung nochmal 22,4, ne? Er ist Arzt. Rufus. Er ist random. Random. Er ist mein Statthalter. Er ist fürs Bauen. Sie ist für die Forschung. Sie ist auch für die Forschung, aber falsch ausgestattet, muss ich dazu sagen. Hätte ich vorher noch ändern sollen. Und sie ist zum Ressourcen sammeln. Random. Er ist zum Ressourcen sammeln. Rapid. Ja. Und das war's. Random. Oh, sie ist auch noch Arzt. Ihr seht, da habe ich auch zwei Teile Gold, zwei Teile Blau. Er ist noch Truppenausbildung. Ihn schicke ich gerne als Death-Helden, wie gesagt, aber ihr könnt auch einen 25er Helden mit diesem Frost-Set, also Arctic-Set, als Death schicken. Ist auch ziemlich gut als Death, also nicht überragend, aber ich sage jetzt mal, für normale Angriffe reicht es völlig aus. Für große Angriffe müsst ihr natürlich auch einen großen Helden reinschicken, ja, ist ja logisch. Aber so zum Death schicken, wenn einer sagt, oh, ich habe Angst, dass ich angegriffen werde, der passt es, da könnt ihr den schicken. Ja, und das war's, glaube ich. Gut, ich hoffe, ihr habt es verstanden alles. Wie gesagt, es ist bei jedem anders, jeder macht es anders, jeder Mittel ist anders. Das ist mein Weg, wie es ich gemacht habe, ob ihr den so geht oder nicht, muss jeder für sich selber wissen. Ich habe den Weg so gefahren, komme damit gut zurecht, also ja. Probiert's aus, testet, vor allem auf der Mauer und am Angriff ein bisschen spielen, je nachdem wie eure Burg ausgerichtet ist und ja. Ich wünsche euch viel Spaß, ich hoffe, ich konnte euch helfen und bis zum nächsten Video. So, nachdem wir uns das letzte Mal die Helden angeschaut haben, werden wir uns heute mal den Helden Skills zuwenden. Schauen wir uns mal an, was die so können und wie die uns weiterhelfen können. Also, eure ganzen Skills habt ihr ja unten rechts hier, wenn ihr auf das Buch klickt. Da helfe ich für die Skills für den Helden, für den Drachen, vom Lord. Und hier können wir unsere Skills speichern für einen Schnellzugriff. So, wir fangen an mit dem Held. Also alles, was hier auf Kampf ist, würde ich schon mal, wenn ihr so einmal kurz drauf drückt, als Favorit speichern. Alles, was Kampf ist, als Favorit speichern. Aus folgendem Grund. Ihr könnt dann nachher bei Speichern, wenn ihr dann angreift oder sonst was macht, einfach nur einen Klick da, einen Schlüssel verwenden, dann tun sich alle gespeicherten Skills auf einmal aktivieren. Ja. Ich habe dort auch die Drachen-Skills hinzugefügt, also alles, was kämpfen kann bei den Drachen.
Einzig, was manuell auswählen muss, das ist hier mit diesen, wenn ich angegriffen habe, dass ich Belohnungen kriege und hier dieses Wounded Skill, also verwundeten Skill und so, die muss ich manuell auswählen. Aber alles andere läuft über den normalen Skill. Ich würde es euch empfehlen, dass ihr alles, was angreifen kann, was euch da verbessert, in Def, in Offensiv, in Krankenhaus oder sonst was, dass ihr das alles hier reinpackt, also unter Speichern. Ja. Und das da alles reinpackt, damit ihr einen Schnellzugriff habt. So, jetzt gehen wir auf die Helden mal ein. Support, also ist klar, zur Unterstützung. Was braucht ihr da? Da ist hier einmal diese, wenn ihr was schmieden wollt, würde ich immer sie aktivieren. Wenn ihr nicht komplett 100% Gold habt, dann gibt es euch so einen extra Boost. Mit ihm hier könnt ihr jemanden suchen im Königreich. Hier könnt ihr, wenn ihr spät, dann wird nicht erkannt, dass ihr spät. Ja, das unterdrückt praktisch. Da wird die größte Zivilfestung gesucht, also mit am meisten Stein drin. Das hier ist ein Krankenhaus, also Krankenhaushöhe aktiviert. Das auch. Und das hier sind so Skills, was heißt Skills? Das sind halt, wo ihr diese Scherben bekommt für Helden, einen hohen Schatz, diese Kisten, da kriegt ihr diese Stamina und hier kriegt ihr noch dreifach Belohnung. Ja. Bei der Entwicklung ist eigentlich nur immer das hier, oben mit Bernard. Oh, das hier, wo ihr dann Geschenke kriegt zum Bauen. Dann hier Steine und ein paar Katapulte oder irgendwas. Den Skill hier oben, den nehmt ihr, wenn ihr Truppen baut. Braucht ihr ein bisschen weniger Ressourcen für. Diesen Skill hier könnt ihr alle 3 Tage aktivieren. Würde ich euch empfehlen. Ich mache zum Beispiel damit folgende... Immer... Ne. Und diese erweiterte Stadtverteidigung, die braucht nämlich so unendlich viel Ressourcen, wie ihr hier seht. Die braucht so viel von diesem Zeug. Und das ist echt abnormal. 430 Millionen Holz zum Beispiel. Ja, also da würde ich immer warten, bis der Skill wieder da ist und dann benutzen. Dann habt ihr da überall null und braucht gar keine Ressourcen für. Aber könnt halt nur alle 3 Tage was, ne, machen. Aber das ist mir wert, weil ich, so muss man die Ressourcen wirklich nicht raushauen. Und dann haben wir, was haben wir noch? Das gleiche haben wir fürs Bauen, natürlich in die 4. Dann haben wir für Waisenturmforschung. Und das hier ist auch was ganz Cooles hier. Wenn ihr eure 6 Märsche auf zum Beispiel Mithril schickt und dann auf den Skill für Mithril klickt. Das ist, glaube ich, der hier. Eisen, nein. Na hier. Dann kommen eure Truppen sofort zurück und komplette Feld ist leer geräumt. Ja? Also das heißt, ihr könnt, sobald der auf dem Feld ist, alle 6 Märsche auf dem Feld sind, einmal klicken, habt ihr alle mitgenommen. Ja? Das ist natürlich für die KVK-Woche, wenn es um Ressourcen geht, ziemlich nützlich. Würde ich aber immer in Verbindung mit ihm hier machen. Ja? Weil er durch diesen, ich nenne ihn immer Brad Pitt, durch ihn hier erweitert sich um 200% das, was ihr sammelt auf dem Feld. Ja? Aber innerhalb von 3 Stunden. Das heißt, wenn sie auf dem Feld sind, aktiviert ihr erst das für Mithril und dann ruft ihr zurück für Mithril. Das gleiche macht ihr dann mit Eisen und dann mit Holz. Und schon habt ihr fast schon eure ganzen Kisten voll fürs Ressourcen-Event. Ja, was gibt's noch? Kampf muss ich euch nicht viel erzählen. Also, da müsst ihr euch selber durchklicken. Da hat jeder was anderes. Aber ich würde einfach, wie ich es euch gesagt habe, tut euch das Ganze, alles was kämpfen kann, speichern, auch von den Drachen her. Ja, die ganzen Skills, was die Drachen haben, aktiviert sie, tut sie speichern. Ja, und dann, dass ihr nur noch einen Schlüssel verwenden drücken müsst und alle Skills aktivieren sich auf einmal. Ja, das heißt, ihr habt alle volle Heldenbuffs und alles sofort an. Ja, was ziemlich gut ist, wenn ihr mal was Größeres angreifen wollt. Also ich kann es euch nur empfehlen, so habe ich gemacht. Ich habe alles andere rausgeschmissen, nur mein Lord, der läuft extra mit der Marscherweiterung und hier, wenn ich eine Rallye sofort starten will oder ein Duell oder ja, was auch immer. Ja, die sind extra und nur vom blauen Drachen, diese Skills sind noch extra. Und ansonsten ist da alles reingepackt, was kämpfen kann und mir weiterhelfen kann. So. Das war schon, es war ein kurzes Video, aber ich wollte es nicht direkt an das Heldenvideo eigentlich anhängen, denn ja,
ist doch etwas umfangreicher, das Ganze. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Lasst einen Daumen da oder auch nicht. Ich hoffe, ihr lasst einen da und bis bald.